Schönen guten Tag, ich bin Dr. Katharina Horton. Meine Herren von der Schweizer Militärpolizei, meine Herren von der Stabführung der Schweizer Armee, ich habe Sie letzten Samstag kontaktiert und die Reaktion, die ich darauf erhalten habe, hat mir gezeigt, dass Sie immer noch nicht verstanden haben, worum es hier geht. Ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit Mikrowellenwaffen beschossen werde, genauso wie tausende andere Opfer auch. Ich habe Sie gebeten, endlich Maßnahmen zu ergreifen, um diese Aktion gegen mich einzustellen. Es ist so, dass ich, seit ich in die Schweiz gezogen bin, das war Herbst 2015, wurde ich hier gestalkt, demonstrativ vom Überwachungsnetzwerk. Das fing im November 2011 in England an, verfolgte mich nach Deutschland und wurde hier in der Schweiz weitergeführt. Ich habe das der Polizei bereits gemeldet. Sie hat sich geweigert, daraufhin irgendetwas zu machen. Nach Weihnachten 2015 kamen wir nach Hause und wir stellten fest, dass es mal wieder einen Stasi-Einbruch, sozusagen einen Stasi-Einbruch in unsere Wohnung gab, weil Sachen umgestellt wurden, Sachen verschwanden und Sachen in unserer Wohnung auftauchten, die nicht uns gehörten. Das hatte ich schon mal, das passte ins Schema und deshalb sagte ich zu meinem Ehemann, dass ich zur Polizei gehen werde. Und so wie ich das sagte, eine halbe Stunde später wurde ich demonstrativ mit Mikrowellenwaffen angegriffen. Mein Fuß wurde mir damals verbrannt, die Handfläche. Das habe ich der Polizei gemeldet und sie hat wieder nichts unternommen. Das war Januar 2016. Es folgten mittlerweile fast 14 Monate an extremem Beschuss mit Mikrowellenwaffen. Man hat mich am Anfang vor allem sexuell belästigt mit diesen Waffen. Man hat mich absolut brutal in den Genitalbereich geschossen, auch im Brustbereich beschossen. Wie ich das jetzt herausgefunden habe, ist das normal für den Geheimdienst, die diese Militärwaffen für die Ausbildung ihrer jungen Spione benutzen. Das ist normal und das gleiche Muster sieht man überall auf der Welt, wo degenerierte Leute vom Geheimdienst losgelassen werden mit diesen Waffen auf die Zivilbevölkerung und dann genau das machen, was dämliche Männer immer machen, als erstes. Das lief bei mir ein paar Monate und wurde immer härter. Ich war deswegen bereits in England vor Gericht dreimal. Ich habe bereits dem Bundesnachrichtendienst geschrieben. Ich habe bereits bei der Staatsanwaltschaft gebeten, dass man endlich damit aufhört. Die Polizei in der Schweiz wurde informiert, die Kriminalpolizei wurde informiert. Und als es dann immer noch nicht besser wurde und nach 10 Monaten der deutsche Botschafter sich weigerte, überhaupt irgendetwas zu machen, erkannte ich, dass es ernst war und ich habe dann die Militärpolizei gebeten, mir endlich zu helfen. Die Militärpolizei hat, so wie ich es erkennen kann, daraufhin einen Mordversuch auf mich verübt. Ich kam aus Davos die Serpentinen herunter mit dem Auto und ich wurde von hinten in den Kopf geschossen, jedes Mal ein paar Meter vor der Kurve nach außen. Ich glaube, die Idee war, dass ich die Orientierung verlieren sollte und über die Barriere in den Abgrund stürzen sollte. Was interessant war, ist, dass ich kurz vor dieser Strecke und diesen Zufällen einem geparkten Militärpolizeiwagen an dem vorbeigefahren bin. Und deshalb wusste ich, dass die Militärpolizei Zufall in dem Bereich aktiv war. Und das war ein paar Tage, nachdem ich die kontaktiert hatte. Also, die Situation ist ernst, meine Herren. Die Zeit ist vorbei, wo man mit Schizophrenie und Paranoia herumhampeln kann. Einfach aus dem Grund, weil es mittlerweile nicht nur Tausende, sondern sogar Hunderttausende an Opfer gibt, überall auf der Welt. Die sind alle bekannt. In jedem Land sagen die Opfer genau das Gleiche. Sie beschreiben die gleichen Vergehen, die eins zu eins auf elektromagnetische Waffen, vor allem Mikrowellenwaffen, hindeuten. Wir wissen auch, dass 70-80% der Opfer Frauen sind. Und leider ist es halt so, dass bei Schizophrenie und Paranoia 60% Männer betroffen sind. Das heißt, dieser Quatsch geht jetzt nicht mehr. Man kann nicht mehr unterstellen, dass diese Frauen paranoid oder schizophren sind. Vor allem auch deshalb nicht, weil ein sehr großer Teil von denen hochqualifiziert ist. Verstehen Sie? Dieser Spaß ist jetzt vorbei. Überall auf der Welt werden Klassenklagen vorbereitet, weil diese Show schon seit Jahrzehnten so lief. Es ist einfach nur der Fall, dass nach 2001 das Ganze explodierte und die letzten 15 Jahre Leute in unglaublich großen Zahlen systematisch
mit Mikrowellenwaffen gezielt verstümmelt wurden. Anfangs sah es so aus, als ob es Menschenversuche wären. Aber wir wissen, dass diese Mikrowellenwaffen bereits schon in den 50er, 60er Jahren getestet wurden. Wir wissen auch, dass alles andere, was die Leute beschreiben, dass Remote Neural Monitoring bereits in den 90er Jahren etabliert war. Und wir wissen auch, dass der Großteil der Nanoteilchen und die Gehirnkontrolle, die zurzeit getestet wird mit allen möglichen Mikro- und Mini-Robotern, Nanorobotern und Nanoteilchen, auch bereits bekannt ist. Das heißt, für mich als Systemanalystin war die Frage, worum geht es hier? Ich bin eigentlich Hochenergiephysikerin. Ich habe jahrelang am Deutschen Elektronensynchrotron in DESY in Hamburg gearbeitet, auch am CERN in Genf. Das heißt, mir kann man nicht unterstellen, dass ich nicht qualifiziert genug bin, um zu verstehen, was hier läuft, meine Herren. Verstehen Sie, diese Nummer zieht nicht mehr. Aber es läuft noch was viel Erschreckenderes, denn was ich entdeckt habe und was Sie, glaube ich, auch alle wissen, aber womit wir jetzt wirklich beginnen müssen, das ist wirklich erschreckend, meine Herren. Wir stehen nämlich vor einer absoluten Totalkatastrophe, die Sie auch herbeigeführt haben. Einfach durch Ihren Stursinn und Ihren Schwachsinn. Meine Herren, ich habe versucht, alle menschlichen Systeme, die großen dominanten Systeme, über die letzten Jahre systematisch zu analysieren. Gerichtssysteme, Währungssysteme, Ökonomien, Ökosysteme. Und ich habe erschreckende Dinge festgestellt. Die meisten komplexen Systeme, die wir haben, laufen außer Kontrolle. Sie werden non-linear. Und wenn ein komplexes System non-linear wird, dann ist es unmöglich, das System zu kontrollieren. Selbst wenn man alles Geld der Welt hat. Und was ich versuche, professionell, ist, diese komplexen Systeme zivilisiert unter Kontrolle zu bringen. Mit verschiedenen Methoden. Sie schauen mich an und sehen einfach nur eine junge Frau und haben keine Ahnung von gar nichts, was ich eigentlich mache. Es ist aber so, dass heutzutage diese komplexen Systeme überhand nehmen in der Computerwelt, in der Arbeitswelt, auch in der nationalen Sicherheit, weil sie so intim mit Computersicherheit zusammenhängt. Und in diesen Bereichen zählen eigentlich nur zwei Dinge. Ein Auge für Detail und Hochbegabung. Man muss hochbegabt sein, um komplexe Systeme schnell zu erfassen. Darum geht es hier. Und meine Herren, es hat mich extrem erschreckt, dass ich sah, wie mehrere extrem hochbegabte Leute gestorben worden sind die letzten paar Jahre. Es kam mir so vor, als würde irgendjemand Maßnahmen ergreifen, dass wir diese komplexen Systeme nicht schnell genug durchblicken. Und wenn ich mir ansehe, wie Sie auf meine Bitte um Unterlassung reagiert haben, dann weiß ich ganz bestimmt, dass Sie zu den Leuten gehören, die komplexe Systeme nicht durchblicken. Deshalb möchte ich heute nochmal geduldig alles durchgehen mit Ihnen, damit Sie verstehen, worum es hier geht. Es geht hier um die nationale Sicherheit der Schweiz. Verstehen Sie? Es geht um die nationale Sicherheit der Schweiz. Und zwar im großen Maße. Und das, was mir widerfährt, ist sehr eng mit dem verwoben. So unglaublich es auch scheint, aber so ist es. Und ich möchte Ihnen ganz geduldig erklären, wie das zustande kam. Es geht um komplexe menschliche Systeme. Was Sie hinter mir sehen, ist eigentlich die Vorbereitung auf meine Videos, wo ich versuche, meist auf Englisch, den Leuten ganz langsam zu erklären, wie komplexe Systeme funktionieren, was es für Probleme bei komplexen Systemen gibt und wie man damit umgeht. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt, die das machen, was ich mache. Aber leider ist es so, dass ich seit November 2011 offen von den Geheimdiensten gestalkt, belästigt werde und seit Ende 2014 auch mit elektromagnetischen Waffen offen angegriffen werde. Seit meiner Zeit hier in der Schweiz, seit Januar 2016, werde ich regelrecht, nicht nur stündlich, sondern minütlich, verstümmelt,
von degenerierten Vollidioten und Psychopathen bei Ihnen in der Führungsriege. Leider ist es so, dass es nicht nur in der Schweiz der Fall ist, sondern eigentlich überall, dass die Geheimdienste diesen Schwachsinn jetzt abziehen. Wir hatten das schon einmal und jeder, der Militärstrategie und Kriege studiert hatte, sollte erkennen, was hier eigentlich abgeht. Aber sie scheinen es nicht erkannt zu haben und deshalb versuche ich es Ihnen hier ganz langsam zu erklären. Das, was Sie hier neben mir haben, ist ein Organigramm. Die schwarzen Punkte, die schwarzen Magnete zeigen, was passiert bei einer Organisation, wenn Deep Capture, also einer, wie nennt sich das auf Deutsch, wenn Kontrollorgane eingenommen werden von korrupten Elementen. Das können Psychopathen sein, das können Kriminelle sein, aber meistens sammeln sie sich in der Führungsetage. Und dann werden ganze Systeme in sozusagen Domains, in Bereiche unterteilt, in solche Bereiche, die funktionieren, und andere Bereiche, die komplett korrumpiert worden sind. Bei Pyramidensystemen ist das Deep Capture ein unglaublich großes Problem. Und was wir im Moment haben, ist überall auf der Welt Deep Capture durch Psychopathen, durch Idioten und durch organisierte Kriminalität, die uns nicht erlaubt, die Probleme zu lösen, die wir eigentlich jetzt lösen müssten. Die Probleme, die wir lösen müssen, sind die folgenden. An erster Stelle und an höchster Stelle ist und steht der Kollaps der Ökosysteme. Der Kollaps der Ökosysteme weltweit wurde durch vieles hervorgerufen, aber wurde vor allem durch das Geoengineering verschlimmert. Das Geoengineering ist nicht nur das Sprühen von Chemikalien und Schwermetallen und Nanoteilchen in die Atmosphäre, wie es hier auch in der Schweiz sehr oft geschieht, sondern auch das Verteilen von bestimmten Chemikalien und bestimmten Nanoteilchen in die Ozeane und so weiter und so fort. Dieses Geoengineering ist dafür verantwortlich, dass die Ökosysteme jetzt noch schneller kollabieren, als sie es sonst tun würden. Dieser Prozess ist hoch nonlinear. Einer der Experten, Dane Wigginton, sagt, dass in den letzten 30 Jahren genauso viele Arten ausgestorben sind wie in den letzten 3 Jahren. Diese Beschleunigung ist nicht mehr aufhaltbar. Und wir müssen jetzt unsere gesamten Systeme darauf umstellen, dass wir versuchen, diesen Kollaps der Ökosysteme aufzuhalten. Denn wenn wir so weitermachen wie jetzt, innerhalb von 12 Jahren, werden wir nicht mehr hier sein. Also, so unglaublich es auch klingt, aber das ist halt das Problem mit komplexen nonlinearen Systemen. Wenn sie nonlinear werden, ist das wie eine Nuklearbombe. Die Stadt kann in einer Sekunde stehen und in der nächsten Sekunde ist jeder tot. Das ist Nonlinearität. Bei den Ökosystemen ist das katastrophal, weil wir diese Prozesse nicht reparieren können, selbst wenn man das ganze Gold der Schweiz zur Verfügung hat. Also, das allerhöchste Problem ist der Kollaps der Ökosysteme. Das läuft jetzt. Um die Ökosysteme auch nur einigermaßen retten zu können, brauchen wir enorme Innovation in sauberen Technologien. Wir müssen auch alles säubern, die ganze Nanotechnologie aus der Natur bekommen, die ganzen Chemikalien, die versprüht worden sind und so weiter. Das braucht unglaubliche Innovation. Diese Innovation kann eigentlich nur durch Investment hervorgerufen werden. Aber dieses Investment läuft zurzeit überall hin, vor allem in die Waffenindustrie, aber nicht in diese Sachen. Das heißt, wir müssen die gesamte Ökonomie umstellen, um überhaupt dieses Problem lösen zu können. Das heißt, die Ökonomie muss gecycelt, muss umgestülpt werden. Das kann man machen, es gibt auch bestimmte Prozeduren, um das zu machen, aber dafür müsste man jetzt anfangen.
Jetzt kann man die Ökonomie nicht umstülpen, ohne dass man das Finanzsystem reformiert. Leute arbeiten an der Reformierung des Finanzsystems. Neue Währungen werden herausgebracht, goldbasierte Währungen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich der nächste Punkt. Finance, das Finanzsystem, das Währungssystem. Aber ein paar der Hauptleute, der Hauptakteure in dieser Reformierung des Finanzsystems werden von elektromagnetischen Waffen angegriffen. Zum Beispiel Karen Hudes in Amerika, die Ex-Generalanwältin der Weltbank. Sie wurde von Directed Energy Weapons so brutal angegriffen, dass es aussah, als hätte sie einen Schlaganfall. Simultan wurden zwei Leute, die sie unterstützten, auch genauso angegriffen. Die Anzahl der Leute, die mit Directed Energy Weapons angegriffen werden, beläuft sich eigentlich auf die Millionen. Viele von denen verstehen nicht, dass sie damit angegriffen werden. Aber wenn man das hochrechnet, dann sind die Zahlen in den Millionen. Überall auf der Welt. Überall wird genau das Gleiche mit denen gemacht. Jeder von uns kann sich ausmalen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wenn man hochintelligente, hochbegabte Leute mit elektromagnetischen Waffen in Stücke schießt, so wie es zum Beispiel mir geschieht. Um solch eine Situation hervorzubringen, bedarf es unglaublicher Korruption. Das heißt, Corruption. Das Basisproblem, das man lösen muss, ist die Korruption, um überhaupt diese elektromagnetischen Waffen abstellen zu können. Sehen Sie mich an. Ich bin in England vor Gericht gegen den britischen Geheimdienst angegangen, weil sie eigentlich für den Beschuss und mein Targeting verantwortlich sind in 2011, was mich dann nach Deutschland und hier in die Schweiz verfolgte. Ich bekam eine Morddrohung vor meinem ersten Gerichtstag und 3 Tage später überlebte ich einen Mordanschlag hier in der Schweiz. Man hat mich bei 100 km/h in einem der Schweizer Tunnel bei Luzern so hart in den Kopf geschossen, dass ich fast die Orientierung verlor und in die Wand fuhr. Ich überlebte diesen Mordanschlag und es kamen noch mehrere Morddrohungen. Aber es ging dann hier weiter in der Schweiz. Am Tag darauf erschien eine lebensgroße schwarze Ziege auf dem Flachdach neben meinem Haus. Sie kennen meine Adresse, meine Herren. Sie können sich anschauen, wo diese Ziege ist. Mich würde es nicht weiter kümmern, wenn nicht sehr viele Opfer genau das Gleiche berichten würden, dass satanistische Symbole benutzt werden, Ziegen, Teufelsköpfe und der ganze Kram. Und diese satanistischen Symbole werden auch bei den pädophilen Gruppierungen sehr oft benutzt. Sie wissen schon, ritualistische Opferung von Kleinkindern und so weiter, Blutopfer, Freimaurer und der Kram. Ich befasse mich eigentlich ungern mit dem Schwachsinn, weil ich eigentlich Hochenergiephysikerin bin. Aber ich musste mir leider diese Sachen durchlesen, weil die gleiche Symbolik immer wieder auftauchte, als ich vom Geheimdienst malträtiert wurde. So, ich habe also eine satanistische Ziege, eine große schwarze Ziege auf dem Flachdach, die nach dem ersten Mordversuch erschien. Ich habe auch eine sehr große Antenne, die größer ist als eine Sitzbank vor dem Haus, nordöstlich von meiner Wohnung, ungefähr, ich würde sagen, 25 Meter entfernt, 25 bis 35 Meter entfernt von meinem Haus, die direkt auf mein Haus zeigt. Das haben auch sehr viele Opfer berichtet. Es ist sehr interessant, weil hier die meisten Antennen nach Südosten zeigen. Diese Antenne zeigt nach Südwesten direkt auf mein Haus zu. Ich musste mir einen Faraday-Käfig kaufen, weil ich so hart beschossen wurde. Aber der Faraday-Käfig blockt eigentlich nur Frequenzen zwischen 100 MHz und 18 GHz aus. Und ich habe bemerkt, wenn ihre Agenten oder ihre Soldaten oder was auch immer diese Leute sind, mich mit Militärwaffen, elektromagnetischen Militärwaffen beschießen, als hilflose Frau in meinem eigenen Schlafzimmer, dann reicht der Faraday-Käfig nicht aus.
Auch das berichten sehr viele Opfer. Die beste Lösung, die jemand gefunden hat, ist angeblich, den faradäischen Käfig aufzuschneiden, in lange Arme, Alufolie draufzukleben, sich einen großen Stehventilator zu kaufen und den die ganze Nacht anhaben, dass diese reflektierenden Oberflächen, die dann unberechenbar hin und her schwingen im Raum, das Artificial Intelligence Programm dieser Militärwaffen durcheinander bringen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Zivilisten herausfinden mussten, wie sie die Software austricksen, die Militärsoftware austricksen, um nachts in ihren eigenen Betten schlafen zu können. Auch das ist oft öffentlich bekannt. Öffentlich bekannt ist eine ganze Liste an Leuten, die von den Geheimdiensten systematisch über Jahre gequält worden sind und dann brutal ermordet wurden. Ich habe eine ganz lange Liste bereits an Sie geschickt hier in der Schweiz, auch an das Bundeskriminalamt in Deutschland. Dem Bundeskriminalamt war das so peinlich, dass sie sogar den Brief, den ich Ihnen schrieb mit dieser Liste, mir den physischen Brief zurückschickten, dass er nicht in der Akte auftaucht. Und das ist peinlich. Wenn es zur Aktenfälschung kommt, dann ist das peinlich. Jetzt habe ich Sie nun kontaktiert, nachdem ich hier über ein Jahr malträtiert wurde, vielleicht als Forschungsobjekt benutzt wurde, aber garantiert für die Sexualerregung ihrer degenerierten Agenten benutzt wurde. Ich wurde mehrmals sexuell vergewaltigt mit diesen Mikrowellenwaffen. Mehrmals. Ich habe die Schweizer Polizei kontaktiert und musste mir das arrogante Gelaber anhören, musste mir die Erniedrigung über mich ergehen lassen, dass diese idiotischen Männer die Frechheit besaßen, mir zu unterstellen, dass ich irgendwelche psychischen Probleme hätte. Entschuldigen Sie, meine Herren, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren. Der ganze Scheiß, der hier läuft, ist mittlerweile auf YouTube. Dr. Roni Kilde war die finnische Gesundheitsministerin. Sie wurde mit elektromagnetischen Waffen hingerichtet. Sie war über 70 Jahre alt. Sie wurde hingerichtet, weil sie als Frau die Frechheit besaß, Leuten im Militär zu sagen, was eigentlich die Kernprobleme in der nationalen Sicherheit sind. Sie wurde brutal hingerichtet, weil diese degenerierten alten Männer es nicht kapierten, was sie zu ihnen sagte. Jetzt ist es so weit, dass ich genau das Gleiche sage wie Dr. Roni Kilde. Ich bin aber halb so alt wie sie. Sie sind auch dabei, mich brutal hinzurichten, ihre degenerierten, komplett idiotischen Volltölpel schießen mir, vor allem in die Brust, aber auch mit Vorliebe ins Gehirn, in die Augen, in den Kiefer, in die Niere und mögen es auch ganz gerne, mir die Gelenke zu verkrüppeln. Das Knie, die Hüfte, die Handgelenke und so weiter. Für nichts. Das sind Nazi-Experimente, meine Herren, und sie sind öffentlich bekannt. Ich arbeite mittlerweile mit ein paar der größten Whistleblower der Welt, Geheimdienst-Whistleblower der Welt, zusammen und ich versuche, das Ganze endlich zu stoppen. Aber in der Zwischenzeit werde ich hier in meiner Wohnung im Kanton Zürich von ihren degenerierten Psychopathen in Stücke geschossen. Und diese Männer sind zu gottverdammt dämlich zu kapieren, dass ich hier eigentlich versuche, für die nationale Sicherheit der Schweiz zu sorgen. Und weil diese Männer so aufgezogen wurden, dass sie Frauen wahrscheinlich überhaupt nicht respektieren, wenn sie nicht sogar auch hundertprozentig schwul sind und glauben, dass Frauen eigentlich überhaupt keinen Platz in der Welt haben. Diese Männer haben eine Sache nicht begriffen. Der Krieg des 21. Jahrhunderts ist ein Krieg der komplexen Systeme. Und komplexe Systeme sind nonlinear. Das heißt, der Krieg wird gewonnen mit den besseren Systemen. Und wenn alle Systeme nonlinear sind, das bedeutet, dass die kleinsten Fehler zu verheerenden Problemen führen können.
weil diese kleinen Fehler nonlinear vergrößert werden. Ja, wenn Sie mir nicht glauben, dass man im Krieg des 21. Jahrhunderts auf ganz andere Sachen setzen muss, als das, worauf Sie vielleicht setzen, dann schauen Sie sich an, was mit der US-Flotte im Schwarzen Meer passiert ist. Schauen Sie es an. Was ist passiert, als die russischen Flieger kamen und auf einmal nichts mehr funktionierte? Keine Kommunikation. Nichts. Tote Hose. Das Kriegsschiff schwamm vor sich hin, ohne Kommunikation. Und russische Kampfflugzeuge flogen, ich glaube, 12 oder 24 Mal an ihnen vorbei. Und zwar innerhalb von, ich glaube, 150 Metern. Zum Spaß, zum lächerlich machen. Als das Schiff wieder im Hafen war, hat, so wie ich das gehört habe, die ganze Truppe gekündigt. Das hätte ich auch gemacht. Wenn ich gesehen hätte, dass meine Vorgesetzten komplexe Systeme nicht verstanden haben. Und es ist nun mal so in komplexen Systemen, dass die kleinen Dinge sehr viel zählen. Unglaublich viel. Und dass Hochbegabte sehr viel zählen, weil eigentlich nur sie diese komplexen Systeme überhaupt durchsteigen können, soweit sie können. Und jede hochbegabte Person ist eigentlich ein direkter Kriegsvorteil. Verstehen Sie? Und es ist nun mal so, dass die Hälfte der Hochbegabten weiblich sind. Sehr viele der männlichen Hochbegabten sind gestorben worden in den letzten paar Jahren. Das war statistisch signifikant, wie die auf einmal starben. Tja, und die Frage ist, was ist los? Was ist los, meine Herren? Eigentlich müssen wir das lösen, aber wir können es nicht, weil ein Turm an anderen Problemen uns davon abhält. Und by the way, wir haben dafür nicht besonders viel Zeit. Wir müssen eigentlich das damit innerhalb von 2 Jahren anfangen. Spätestens. Und so wie es jetzt scheint, können wir nicht einmal das innerhalb von 2 Jahren lösen. Das ist das Problem. Ja? Aber was ist los? Anstatt die Hochbegabten zu benutzen und sie eigentlich zu fördern, werden sie, ich würde sagen, ermordet. Aber sie scheinen auf alle Fälle zu sterben. Die Frauen werden sexuell vergewaltigt in ihren eigenen Schlafzimmern, mit Mikrowellenwaffen in Stücke geschossen, ihre Eierstöcke werden gegrillt, ihr Unterleib wird so mit Mikrowellenwaffen beschossen, dass es sich anfühlt, als ob tausende Dolche in ihren Unterleib gestochen werden. Das ist mir passiert. Hier in der Schweiz, im Kanton Zürich, wegen ihrer degenerierten Psychopathen, meine Herren. Aber meine Erfahrung ist nicht einzigartig. Das erfährt jede Frau, und von denen gibt es mittlerweile Hunderttausende, die vom Geheimdienst und von diesen Militärpsychopathen belästigt werden mit Mikrowellenwaffen. Ich habe mir auch angesehen, wie mein Gehirn in Stücke geschossen wurde, nur damit sich ein paar vollidiotische Wichser damit amüsieren können, dass sie meinen linken Arm lähmen können, wenn sie möchten. Das wird so hart vibriert, dass ich vor Schmerzen zusammenbreche und mein gesamter Arm gelähmt ist, bis diese Leute endlich die Maschine abstellen. Ich muss jetzt herausfinden, wie viele Implantate ich habe. Die meisten Opfer haben Implantate. Wie viele mir noch dazugesetzt werden. Ich kämpfe minütlich mit den Schüssen in die Hüfte, ins Gesicht, in die Augen und vor allem in den Kopf, während ich versuche zu arbeiten. Ich habe ein ganzes Jahr lang mich gequält und habe versucht, bei Leuten durchzukommen. Und sie sind alle zu degeneriert, um zu kapieren, was hier eigentlich läuft. Mittlerweile, nach einem Jahr Totalterror und psychopathischer Verstümmelung in meinem eigenen Heim und nach einem Jahr, wo ich mir angesehen habe, wie die Schweizer Überwachungsnetzwerke genauso degeneriert sind wie die deutschen und die britischen
genau die gleichen Stasi-Methoden benutzen und genau die gleichen vollidiotischen Leute aus dem menschlichen Abschaum dieser Staaten benutzen, bin ich wirklich zu dem Schluss gekommen, dass bei ihnen arg irgendetwas nicht stimmt, meine Herren. Und ich habe sehr lange Zeit überlegt, was hier eigentlich passiert. Und ich habe das öffentlich gemacht. Ich habe mit anderen Forschern gesprochen. Professor Eric Karlström hat mir geholfen, zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Er hat in Erfahrung gebracht, dass hier eigentlich ein globales Phoenix-Programm läuft. Eigentlich eine globale Zersetzungsaktion mit Todesschwadronen, die genau die gleichen Muster benutzen wie die Todesschwadronen in Vietnam und Lateinamerika, die von der CIA benutzt wurden. Und die Gestapo natürlich. Die hatte auch Todesschwadronen. Und jetzt haben wir alles. Todesschwadronen, Stasi-Zersetzung, Individualkonzentrationslager, die ich habe zwischen der satanistischen Ziege, die eine kleine Mikrowellenantenne auf dem Rücken hat an manchen Tagen, die große Satellitenschüssel, von der ich beschossen werde, und noch tausend andere Punkte, aus denen man mir richtig hart in den Kopf schießt, vor allem wenn ich an Fenster vorbeigehe. Und wie Sie wissen, basiert das alles auf dem Fakt, dass Mikrowellen zu 50% durch die Wand gehen und durch Glas bis zu 100%. Sehr schön, meine Herren, aber was läuft hier eigentlich? Professor Karlström hat dann die Dokumente zusammengestellt und konnte mir dann zeigen, dass es sich tatsächlich darum handelt. Es ist eigentlich eine globale Zersetzungsaktion unserer Demokratien. Und das sollte Sie eigentlich als militärische Männer interessieren, nicht wahr? Meinen Sie nicht? Denn das sägt eigentlich an der fundamentalen Stabilität der Schweiz und vor allem auch der Pufferstaaten, die die Schweiz umgeben. Ich habe auch versucht zu analysieren, wieso diese Individuen, so wie ich, in Individualkonzentrationslager gesteckt werden und verstümmelt werden. Und auf den ersten Blick sieht das alles zufällig aus. Diese Leute wurden zufällig ausgesucht. Auf den zweiten Blick merkt man, dass eigentlich sehr reiche, teilweise auch sehr berühmte Leute, diese Leute, ein paar von denen, auf alle Fälle auf Listen gesetzt haben. Ein Großteil wurde auch von Korrupten allerlei auf die Liste gesetzt. Und so wie man auf der Liste ist, steht man auf dieser schwarzen Liste ein Leben lang und man gehört zu den Geächteten. Man hat keine Menschenrechte und man kann von dem Geheimdienst komplett zersetzt werden, in Stücke geschossen werden, im eigenen Schlafzimmer. Teenager haben dann die Lizenz, das eigene persönliche und Sexualleben zu kommentieren, mit detaillierten Zitaten aus den eigenen Gesprächen. Das kam hier in der Schweiz vor, das heißt, ihre kleinen Degenerierten haben die Lizenz, aber auch in England und in Deutschland. Und diese alten Säcke, die Senior Handlers, die dann diese vollidiotischen Kinder betreuen, geilen sich daran auf. Man sieht es ihnen an, wie sie da rumstehen, wie die Blöden, mit einem tief zufriedenen Grinsen. Bei solch einem Scheißjob ist es auch wirklich das Einzige, was man hat, nehme ich an. Aber meine Herren, Sie haben irgendetwas nicht kapiert hier. Was hier eigentlich läuft, überall, in der Schweiz, in Deutschland, in England und in den USA und in allen anderen europäischen Ländern und auch an anderen Orten der Welt, das nennt sich eine Intelligenzaktion. Jemand war so freundlich, mir den genauen Link zu schicken für den Prozess, den ich zwar beschrieb, aber dessen Namen ich nicht genau kannte. Intelligenzaktion hieß das im Zweiten Weltkrieg, als dann Deutschland Polen einnehmen wollte und zuerst einmal die ganzen Intellektuellen abtöten wollte, sodass sie das Volk nicht organisieren können, keinen Widerstand leisten können, sondern einfach nur abgeschlachtet werden können. Und das haben sie auch gemacht, ziemlich erfolgreich. Damals war das ziemlich auffällig, weil sehr große Intellektuelle öffentlich hingerichtet worden sind. Im 21. Jahrhundert macht man alles viel subtiler. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, und ich glaube, das wird auch von anderen Leuten bestätigt, die dagegen eigentlich gewarnt haben, wie zum Beispiel William Binney,
der sagte, dass man sehr vorsichtig sein muss mit diesen großen Datenbanken, weil man eigentlich die Datenbanken kombinieren kann, sie sozusagen die Informationen aus all diesen Datenbanken herausziehen kann und man kann einen Graphen, einen Sozialgraphen bauen und das gesamte Leben eines Menschen komplett vor sich analysieren und einschätzen. Und meine Herren, ich sage genau, dass es passiert. Man hat all diese Datenbanken aus der westlichen Welt genommen, die Telekommunikationsdaten und so weiter, die ja alle so richtig schön gesammelt werden. Und man hat jeden Menschen genau analysiert. Und Computerprogramme haben festgestellt, welche Person eigentlich zu den stützenden Leuten dieser Gesellschaft gehören. Und genau wie in jedem Gebäude auch, sieht man eigentlich die stärksten Stützmechanismen am wenigsten. Sie sind in Kellern und hinter Wänden versteckt. Und so ist es auch in komplexen Systemen, in komplexen menschlichen Systemen. Die wichtigsten Leute in einer Gesellschaft sind nicht die Reichsten. Die wichtigsten Leute sind auch nicht die Prominenten. Teilweise sind die wichtigsten Leute die Kleinsten. Genau wie in einer Maschine. Teilweise ist die wichtigste Schraube einer der kleineren. Wenn die bricht, dann bricht das ganze komplexe Motorsystem zusammen. In einer menschlichen Gesellschaft gibt es sozusagen Mechanismen, die das auffangen können. Aber was man gemacht hat, und ich sage Ihnen, dass es Teil dieser Intelligenzaktion ist, man hat jeden von uns analysiert und die Leute, die am wichtigsten sind, erkannt. Und wer wichtig ist für ein komplexes System, das kann eigentlich nur ein Computer herausfinden. Das übersteigt die menschliche Fähigkeit. Aber ich habe versucht, selber das zu simulieren und herauszufinden. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Leute, die vom Geheimdienst jetzt angegriffen werden, zu den Hauptstützfunktionen der Gesellschaft gehören. Ihre Persönlichkeit, ihre Aktivität oder ihre Integrität trägt dazu bei, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Bei einigen Leuten ist es offensichtlich. Sie sind so anders als andere und solche leuchtenden Sterne, dass es ganz glasklar ist, wieso man sie eigentlich unterbuttern oder ermorden möchte, wenn man eine Gesellschaft zusammenbrechen lassen möchte. Bei anderen ist das subtiler, man muss genau hinschauen. Aber wenn man genau hinschaut und komplexe menschliche Systeme versteht, so wie ich, dann kann man raten, was bei diesen Leuten so wichtig ist. Und man kann auch sehen, dass der Geheimdienst diese schwarzen Listen nicht von ungefähr bekam und die Leute, die darauf landeten, nicht zufällig darauf landeten. Es gibt sehr wenige Leute, die einfach nur zufällig auf diesen schwarzen Listen landeten. Die meisten gehören eigentlich zu den Hauptstützfunktionen unserer Gesellschaft. Auf sehr subtile Art und Weise. Aber weil das Muster so komplex ist, sehen wir nicht den Zusammenhang zwischen diesen Leuten. Aber die Leute, die diese Gesellschaft zum Einsturz bringen möchten, die haben das erkannt anhand von sehr, sehr komplexen Computersimulationen und sehr hochrangiger Datenanalyse. Und genau dafür haben sie all das Geld benutzt, was sie hatten. Denn auch diesmal ist das ein kleiner Schritt auf einem längeren Weg hin, um sich noch mehr Reichtümer anzureichern. Nur diesmal geht es um Europa, diesmal geht es um die USA und diesmal geht es um die Schweiz. Wieso würde irgendjemand eine Intelligenzaktion starten in der westlichen Welt und dann die wichtigsten Leute in der Gesellschaft abtöten unter allen möglichen Vorwand? Und dazu gehört auch dieser Transhumanismus und Menschenversuche. Wenn man genau hinschaut, sieht man, es sind keine Menschenversuche. 70-80% Frauen, das sind Sexualvergehen. Das ist keine Wissenschaft. Das sind Kriegsverbrechen. Also,
Bei diesen Sachen geht es eigentlich nur darum, dass man die Stützfunktion wegnimmt. Und das ist leider die Frau. Sie ist unterstützend tätig. Und es sind auch Frauen, die sich untereinander vernetzwerken und sich gegenseitig unterstützen. In den meisten Fällen noch mehr als Männer. Und zwar ein Leben lang. Und dieser Trick hat so gut funktioniert, weil die Augen einer Gesellschaft immer auf die anderen 50% gerichtet sind, die Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, die Firmen leiten. Aber man muss nicht unbedingt die Sachen implodieren lassen. Sie kennen vielleicht den Ausdruck Controlled Demolition. Der ist so in den letzten 16 Jahren ziemlich populär geworden. Und bei einer Controlled Demolition werden Sprengköpfe angebracht an den Hauptstützpfosten eines Hauses, die dann gesprengt werden und das Haus bricht zusammen. Diese Sprengköpfe werden nicht in den ornamentalen Büros und in Penthouse-Suites angebracht. Die zwar sehr repräsentativ, aber statisch nicht besonders tragend sind. Sondern diese Sprengköpfe werden an den tragenden Stützpunkten angebracht. Tja, und so ist das hier in der Gesellschaft auch. Und wenn man eine Gesellschaft zum Einsturz bringen möchte, wie zum Beispiel ein Hochhaus, ein Wolkenkratzer, dann, und man möchte es leise machen, sodass das Militär es nicht kapiert, dann schnappt man sich die Frauen klammheilig. Und ein paar Männer auch. Und man schwächt die Frauen und damit auch die nächste Generation der Kinder, die Mütter, die diese Kinder großziehen. Und innerhalb sehr kurzer Zeit hat man eine gesamte Gesellschaft geschwächt. Und man tötet auch die Intellektuellen sozusagen. Und vor allem, wenn man zum Beispiel im Wettbewerb mit ex-kommunistischen Ländern ist, wie zum Beispiel Russland und China, wo die Frauen eigentlich sehr stark gefördert worden sind und eigentlich gleichberechtigt waren. Wenn man dann in der westlichen Welt die Frauen zurückhält, dann hat man einem Land so richtig eins reingesetzt. Man würde in solch einem Szenario natürlich auch die Hochbegabten abtöten. Als erstes, weil sie zu den Leuten gehören, die komplexe Systeme sehr schnell verstehen und bestimmte Muster erkennen können, wo andere Leute ein Leben lang auf die Muster starren können und nicht sehen würden. Und das scheint jetzt im Moment der Fall zu sein. Und die Frage ist, wieso würde man europäische Länder kollabieren lassen, zum Beispiel durch finanziellen Terrorismus in bestimmten Ländern Europas oder vielleicht auch durch elektromagnetischen Terrorismus. Was würde man damit erreichen wollen? Und es geht um Businesspläne, so wie immer. Und der Businessplan, der einzige Businessplan, der im Moment etwas zählt, dadurch, dass eigentlich die ganzen produktiven Firmen, die meisten bereits auf andere Kontinente abgeschleust wurden, abgewandert sind und das Papiergeld nichts wert ist, wie wir alle wissen, und sowieso digital läuft, gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die man sich hier schnappen kann. Man hat zwar noch ein paar Ressourcen hier in Europa, aber auch nicht so viel im Vergleich zu anderen. Aber man könnte sich zum Beispiel das ganze Gold der Schweiz schnappen. Vor allem, wenn man zum Beispiel seine Währung für den Handel auf eine Goldbasis umstellt, dann wäre das echt gut. Und möchte man zum Beispiel einer ganzen Gegend eins überziehen, zum Beispiel ganz Europa, dann würde sich eigentlich es lohnen, wenn man sich die Goldreserven beschaffen könnte. Und die sind ja bekanntlich hier in der Schweiz eingelagert. Das heißt, meine Herren, es sieht so aus, als ob ja, diese Gesellschaft zum Einsturz gebracht werden soll und dass dieser Plan eigentlich ziemlich gut funktioniert, dass man sich wahrscheinlich die Gold
Werte, die in der Schweiz gehortet werden, schnappen möchte und auch bestimmt auch noch Militärtechnologie, die vielleicht hier in Tunneln und Bunkern gelagert wird. Aber es scheint der Fall zu sein, dass eigentlich der größte Preis im Moment sich hier in der Schweiz befindet. Und ich habe das Gefühl, das haben bestimmte Militärs auch so gesehen, als sie zum Beispiel die Truppenübung Stabilo Due durchführten. Ich habe das nur aus der Presse gelesen, aber ich habe gehört, dass es nicht ganz so glatt lief, wie es sein sollte. Und und ich erinnere mich auch eigentlich auch ganz stark daran, dass simuliert wurde, dass unglaublich große Flüchtlingsströme in die Schweiz kommen und man etwas dagegen tun muss. Nun, ich habe mich sofort gefragt, ob diese Flüchtlingsströme vielleicht russischer, indischer und chinesischer Herkunft sein könnten. Und selbstverständlich würden diese Flüchtlinge auch Maschinengewehre bei sich tragen für den langen Weg, musste man sich ja natürlich auch beschützen und so weiter. Nun ja, und dem stehen wir nun bevor, meine Herren. Ja, und was eigentlich ein integraler Teil dieses Ganzen ist, ist diese Intelligenzaktion. Möchten Sie das nun abwenden, weil Sie vielleicht gemerkt haben nach Stabilo Due, dass es doch nicht so gut läuft, wie man sich das vielleicht wünschen würde? Dann gibt es schon einen anderen Weg. Aber dann muss man wirklich das nacheinander lösen. Das ist eigentlich, was wir machen sollten, meine Herren. Denn ganz ehrlich, den dritten Weltkrieg können wir uns nicht leisten. Der muss nicht unbedingt nuklear werden, das will eigentlich keiner, dann würde nämlich keiner überleben. Es reicht schon aus, wenn größere Kräfte einen ganz normalen Krieg führen, weil nämlich die Ökosysteme das nicht mehr mitmachen. Und wir haben keine Zeit mehr für sowas. Wir müssen diesen Turm an Problemen lösen, von unten nach oben. Und wir haben keine Zeit mehr für Schwachsinn. So, und das habe ich versucht, Ihnen zu erklären. Ich habe auch ganz viel eigentlich kommuniziert mit dem BND und dem MI5. Ich habe auch versucht, mit dem belgischen Geheimdienst vor ein paar Wochen zu reden und ganz klar zu machen, worum es hier eigentlich geht. Aber die Leute haben es nicht kapiert. Für sie ist eigentlich der größte Wert, den ich habe, die Nanoteilchen, die man mir illegal verabreicht hat, dass man mir in den Kopf schießt. Sie sehen wahrscheinlich die vielen Verletzungen. Und mein Gehirn Stück für Stück zersetzt für eins der absolut dämlichsten Experimente, die man überhaupt machen kann, aber die vor allem dämlich ist in der jetzigen Situation. Als ich Ihnen am letzten Samstag schrieb, dass ich echt verzweifelt jetzt Hilfe bräuchte, weil ich in Stücke geschossen werde, haben Sie auf eine Art und Weise reagiert, wo ich gemerkt habe, hoppla, hier sind einige Sachen nicht so ganz klar. Ich möchte Ihnen also ganz simpel nahelegen, was das Problem war mit Ihrer Reaktion nach meinem Schreiben am Samstag. Bei jedem Problem gibt es eigentlich drei Wege, wie man das lösen kann. Es gibt immer einen echt klugen Weg. Ja? Dann gibt es auch einen echt dummen Weg. Oder dämlichen Weg. Und dann gibt es eine Art und Weise, wie man ein Problem lösen kann. Das nennt meine Generation zumindest. Dumm wie Scheiße. Und diese drei Möglichkeiten haben Sie. Sie können ein Problem klug, dämlich oder so dumm wie Scheiße lösen. Ja? Jetzt, als ich Sie bat, mir zu helfen, wäre eigentlich das Kluge zu erkennen, dass ich eigentlich zu den Intelligenteren gehöre. Außerdem bin ich eine Frau. Ich bin also kein National Security Case. Vor allem nicht, weil ich meine gesamte Situation bereits öffentlich vor Gericht, ja, dargelegt habe. Die kluge Lösung wäre gewesen, Sie rufen den Markus Seidlern vom NDB
Sagen ihm, dass der Quatsch jetzt mittlerweile aufhören sollte und um 8 Uhr morgens wäre das Problem gelöst. Die elektromagnetischen Waffen, Schusswaffen, mit denen ich angegriffen werde, sind innerhalb von nicht nur 100, 50 Meter um mein Haus. Eins davon, das mit der satanistischen Ziege, das ist östlich von mir. Die große Satellitenschüssel, die auf mein Haus zeigt, ist nordöstlich von hier. Die Nachbarn, die mich aus dem Westen angreifen, ist einmal das Haus direkt neben mir und ich glaube auch der Nachbar mit einer sehr komisch nach oben gebogenen Satellitenschüssel nordwestlich von hier. Im Süden gibt es ein Hochhaus, wo in der oberen Etage hinter einer Hecke, glaube ich, auch Schusswaffen versteckt sind. Und eine Satellitenschüssel ähnliches Ding scheint auch auf mein Gebäude zu zielen. Ich glaube, es kann auch in anderen Wohnungen sein, aber da würde ich anfangen zu schauen. Aber Sie müssen nicht mal suchen. Sie wissen ja, der Geheimdienst hat es dort angebracht. Sie wissen auch, wo die Trainingseinheiten sind. Zum Beispiel unter der satanistischen Ziege sind 2 Wohnräume, wo, glaube ich, junge Leute ausgebildet werden. Nachts um 3 ist da immer Licht an. Komischerweise, wenn ich beschossen werde. Das heißt, ich glaube, der Schichtservice ist eigentlich dort. Ja? Und die meisten der Opfer wissen ganz genau, wo diese ganzen Sachen angebracht sind. So, klug wäre es, wenn sie jetzt merken, hoppla, das ist eine Intelligenzaktion, das ist der erste Schritt, bevor unsere Gesellschaft zur Implosion gebracht wird. Entweder jetzt oder nicht nur in der nächsten Generation, sondern bereits in der Schicht der nächsten Generation, die eigentlich jetzt am leistungsfähigsten wäre, wenn man sie denn ließe. Ja, und man muss eigentlich in einer Gesellschaft nur sehr wenige höchstbegabte Genies und Hochbegabte eliminieren, um eigentlich eine gesamte Generation zu verlangsamen. Ja, das wäre die kluge Strategie gewesen. Das Problem wäre gelöst, aber nein, das ist nicht, was sie gemacht haben. Die dämliche Lösung wäre gewesen, mein Schreiben zu ignorieren. Und nichts zu machen. Gar nichts. Skifahren gehen stattdessen. Oder sonst was. Das wäre dämlich. Denn das Problem geht nicht weg. Das Problem wird nur schlimmer. Und sie signalisieren auch nach draußen, da ich ja schon seit mehreren Monaten auf YouTube bin und schon seit fast einem Jahr öffentlich bin mit dem Ganzen, sie signalisieren auch den anderen Kräften, dass sie das Problem immer noch nicht begriffen haben. Denn meine E-Mail ging ja, wie Sie wissen, an den BND, an die Militärpolizei und an die Stabschefs der Armee. Ach ja, und an den Bevölkerungsschutz auch. Ja? Und zwischen ihnen hatte keiner genug Grips, um zu kapieren, worum es hier eigentlich geht. Indem sie nichts gemacht haben, meine Herren, und nachdem das jetzt öffentlich ist, dass sie nichts gemacht haben, haben sie der ganzen Welt signalisiert, dass sie bis jetzt immer noch nicht kapiert haben, was hier eigentlich abgeht. Und das ist militärisch gesehen ein großer Fehler. Sie haben ihre eigene Dämlichkeit eigentlich groß an die Wand geschrieben. So, aber sie haben nun mal meine E-Mails nicht ignoriert. Stattdessen haben sie eigentlich das Schlimmste gemacht, was sie hätten machen können. Ich traf weniger als 12 Stunden später meinen Ehemann zum Mittagessen in einem Restaurant neben unserem Haus. Er kam mit dem Auto, ich zu Fuß. Als ich ankam, war bereits einer der Stalker dort und zog eigentlich so das Standardding ab, das hier eigentlich in der Schweiz geläufig war. Das ist nämlich, dass eins der Stalker hinter meinem Auto steht und auf mein Auto starrt. Das fällt eigentlich keinem auf, es sei denn, man wird vom Geheimdienst belästigt und das passiert jedes einzelne Mal, wenn man sein Auto irgendwo abstellt. Das ist schon merkwürdig. Und wenn das nach mehreren Mordanschlägen passiert, dann weiß man, das ist der Geheimdienst. Also wusste ich schon, okay, ein Stalker zieht wieder eine Show ab. Und jetzt, als ich näher kam, habe ich dann gemerkt, ja, das ist in der Tat unser Auto. Dann fand ich auch meinen Ehemann, als wir auf dem Weg waren ins Restaurant, liefen noch ein paar Stalker vor uns hinein, sodass ich sie auch ja bemerke, damit ich auch ja verstehe, dass gleich ein Spektakel kommen wird. Und ich wusste schon, okay, was für eine Idiotenshow kommt jetzt als nächstes. Als wir uns dann setzten, marschierten kurz darauf 4 Polizeibeamte ins Restaurant
Und nach viel Herumgetue setzten sie sich dann hinter meinen Ehemann, sodass er sie nicht sah, aber so, dass sie genau in meinem Blickwinkel waren. 4 von denen. Und die ganze Situation war eigentlich so skurril und passte eigentlich so in das Schema, was ich in der Schweiz gesehen habe. Ich wusste, aha, okay, ja. Was das war, das nennt sich ein Dominanzspektakel. Das ist, wenn Männer aus dem Militär und aus diesen sogenannten Sicherheitsbereichen den Großen raushängen lassen möchten. Ja. Und das ist nun mal, wie ich Ihnen gleich erzählen werde, dumm wie Scheiße, das abzuziehen. Aus den folgenden Gründen. Erstens löst es das Problem nicht. Zweitens geht die Intelligenzaktion weiter. Ich musste die letzten Tage, wo mein Ehemann nicht zu Hause war, in der Badewanne schlafen. Wieso in der Badewanne? Das hat mir Karen Stewart, die für die NSA in Amerika 30 Jahre lang gearbeitet hat, diesen Tipp hat sie mir gegeben. Sie wird nämlich auch mit elektromagnetischen Waffen in Stücke geschossen, weil sie die Frechheit besaß, die Leute in der NSA zu warnen, um Hilfe zu bitten. Und es stellt sich heraus, dass es dort jetzt auch riesige Probleme gibt. Aufgrund dessen, wovor sie eigentlich gewarnt hatte. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Auch wieder Frauen, die nicht ernst genommen werden und dann in Stücke geschossen werden von militärischen Vollidioten. Das ist so ein Thema, das bleibt. Ja, und nachdem sie eigentlich jahrelang auch mit elektromagnetischen Waffen gefoltert und gequält und verstümmelt wurde, sagte sie, wenn es bei mir ganz schlimm ist, schlafe ich in der Badewanne. Wenn sie also eine Badewanne haben mit Metallrand, dann ist es eigentlich eine gute Idee, dort drin zu schlafen. Ja, weil Metall halt das reflektiert, die elektromagnetischen Schüsse. Und das tat ich dann auch. Und das hilft wirklich. Also mein Faradayscher Käfig hilft nicht so viel, wie in der Badewanne schlafen und sich mit großen Schutzschilden eigentlich umgeben. Aber man muss natürlich dafür sorgen, dass es keine Lücken gibt, denn so wie man das hat, hat man eigentlich ein Spiegelkabinett um sich herum. Und diese harten Militärwaffen, mit denen schießt man dann in die kleinsten Löcher und das wird hin und her reflektiert, bis es mich dann trifft. Und ich werde so hart beschossen eigentlich, dass ich im Kopf die Kavitation hören kann. So ein kleines poppendes Geräusch, was ganz viele Opfer eigentlich berichtet haben. Und als Physikerin weiß ich ganz genau, was es ist. Wenn man einen kleinen Bereich im Gehirn super erhitzt, dann führt das zur Bläschenbildung. Und zwar hat das mit Über- und Unterdruck zu tun. Man kocht einen Bereich des Gehirns, der Gehirnsubstanz, und das Wasser wird gekocht, sodass kleine Glasbläschen entstehen. Wenn diese Glasbläschen dann implodieren, dann führt das zu einer Druckwelle, die eigentlich durch diese Implosion eine unglaubliche Impulskraft entwickelt. Und dieser Impuls propagiert dann durch die Gehirnmasse und wenn sie auf dem Schädel einschlägt, dann wird die Vibration im Gehör weiter verbreitet und man hört das Poppen. Man hört eigentlich, wie ein Stück Gehirn gekocht wurde von diesen Militärwaffen. Und das ist, was ihre Männer seit einem Jahr mit mir machen. Wissen Sie, ich gehöre zu den Leuten, ich habe an der Schule ein Jahr übersprungen, aufgrund meines Könns. Ich kam als Jahrgangsbeste. Ich ging dann nach Oxford, um Physik zu studieren. Habe ein First Class Master of Physics. Ich habe ein Doktorat in Hochenergiephysik. Und ich habe Jahre in mein Gehirn investiert, um anderen Leuten zu helfen. Bis dann degenerierte alte Wichser sich überzeugten, dass sie sich am besten eins runterholen, wenn sie mich verstümmeln. Und das läuft jetzt schon seit einem halben Jahrzehnt. Ich habe mir die degenerierten alten Wichser geduldig in Oxford angeschaut, wie sie sich eigentlich aufgeilten, als sie mich stalkten. Das ging dann in Deutschland weiter, wo die Gestapo 2.0 noch eins draufsetzte und sich genauso dran aufgeilte, genauso dämlich, nur noch bewaffneter. Und hier in der Schweiz ist das dann eskaliert. Und ich bin eigentlich froh, dass ich ihre alten degenerierten Wichser nicht im Gehirn eigentlich ins Gesicht bekomme, so wie in Deutschland und in der Schweiz.
Ich könnte das wahrscheinlich nicht verkraften. So, und ich weiß auch, dass sie Teenager und Leute Anfang 20 ausbilden im Beschuss von unschuldigen Menschen. Der Ex-MI6-Agent Carl Clark ging damit an die Öffentlichkeit 2009 und sagte, dass die Geheimdienste in der Tat unschuldige Menschen mit Mikrowellenwaffen angreifen. Strahlenfolter durch die Geheimdienste hieß das, glaube ich, 2009. Das war vor 7 Jahren. 7 Jahre lang haben ihre degenerierten Psychopathen es nicht geschafft, diese Scheiße abzustellen. Und die Intelligenzaktion ging weiter. Und jetzt haben wir ein wirklich großes Problem. Die Mathe-Genies und sehr viele davon wurden gestorben. Die Höchstbegabten wurden bereits ermordet oder in Stücke geschossen. Und jetzt hat man die Hochbegabten und die Begabten. Und die werden jetzt systematisch gefoltert, ermordet und für degenerierte Nazi-Experimente benutzt, wie man zum Beispiel mit Nanoteilchen und aus der Entfernung ja, einen Arm zum Vibrieren bringen kann. Und sich, man kann, und das machen ihre Agenten zurzeit, sie amüsieren sich damit, dass sie warten, bis ich in der Dusche nackt stehe und holen sich dann einen runter, dass sie mir den Arm bis zur Lähmung vibrieren können, sodass ich vor Schmerzen eigentlich in der Dusche zusammenbreche. Ja? Und interessanterweise habe ich dieses Muster bereits erkannt, und zwar nach meinem ersten Gerichtstag, wo ich das eigentlich eine Emergency Injunction gegen den MI6 oder SIS, MI5 und GCHQ erbitten wollte vom englischen Gericht in London. Nach meinem ersten Verhandlungstag ging ich ins Hotelzimmer zurück und das MI5 wartete, bis ich dann eine Dusche nahm und dann einfach nur in einem Handtuch aus der Dusche rauskam, bevor sie mich mehrmals, ich glaube 2 Dutzend Mal, in den Hinterkopf schossen, brutal, mit elektromagnetischen Waffen, bis ich dann vor Schmerzen zusammenbrach. Das scheint so ein Muster zu sein, und das scheint wohl sozusagen zum Wix-Pensum ihrer Agenten zu gehören, dass sie sich tagtäglich eigentlich reinziehen müssen. Das ist auch schön und gut, ich kann es verstehen, wieso es in einem degenerierten Militär so zugeht. Aber es gibt jetzt ein Problem. Wir müssen hier echt ernste Dinge lösen und wir können es nicht machen, wenn eigentlich die intelligenten Leute mit elektromagnetischen Waffen von degenerierten kleinen Wichsern in Stücke geschossen werden. Ich glaube, das sehen sie ein. Zurzeit läuft eigentlich auch eine Intelligenzaktion. Wenn sie die intelligenten Frauen nicht ernst nehmen, dann schmeißen sie eigentlich 50% ihrer Stützwerke in der Gesellschaft weg. Ja. Dann ist es auch so, dass Frauen besonders wichtig sind für die Gesellschaft eigentlich, das sieht nur niemand. Aber das haben diese Computerprogramme eigentlich sehr gut erkannt. Ja? Das heißt, die Frauen abtöten in einer komplexen Gesellschaft und sich auf begabte Frauen zu konzentrieren, ist eigentlich militärisch gesehen eine unglaublich gute Strategie. Konservative, arrogante, degenerierte und Klammer auf vielleicht auch schwule Männer werden es nicht merken, weil sie glauben, dass diese Frauen nicht zählen. Verstehen Sie? Das ist die beste Strategie, Sprengköpfe an den Stützpfeilern der Gesellschaft anzubringen. Verstehen Sie? Und das Allergenialste ist, man benutzt den eigenen Geheimdienst dafür, weil diese Jungs zu dämlich und zu degeneriert sind, um das überhaupt zu begreifen. Verstehen Sie? Wenn Sie jetzt die Schweiz schützen möchten, dann müssten Sie als erstes aufhören, Frauen, begabte Frauen wie mich, in Stücke zu schießen. Denn es ist nicht nur der Verlust wieder einer begabten Person, die auch noch höchste Integrität hat. Es geht auch darum, dass sie eigentlich auch nach Russland und nach China signalisieren, dass sie noch immer so dämlich sind, nicht zu begreifen, worum es hier geht. Ja,
Und dann ist der Schaden vor allem besonders groß, weil der Krieg des 21. Jahrhunderts ein Krieg der komplexen Systeme sein wird. Das heißt, wenn Sie jemanden verstümmeln und in Stücke schießen, so wie mich, der eigentlich an komplexen menschlichen Systemen arbeitet, um wie man die verbessern kann, dann schießen Sie sich eigentlich doppelt in selbst in den Fuß. Verstehen Sie? Im Krieg der nonlinearen Systeme zählen kleine Dinge genauso viel wie große. Darum geht es. So, meine Herren, jetzt vergleiche ich Sie noch zum Schluss mit Ihrer Strategie, mit dem des deutschen Botschafters, der meine verzweifelten Aufrufe um Hilfe, mein Flehen um Hilfe einfach nur komplett ignorierte. Nun, das ist dämlich, aber es ist nicht so dumm wie das, was Sie abgezogen haben, nämlich nach einer E-Mail an die Militärpolizei und an die Stabschefs der Armeen, die Polizei zu bemühen, um dieses Spektakel zu inszenieren. Denn dort waren vor Polizisten, die 1,5 bis 2 Stunden dort den Affen machten. Ja? Und noch ungefähr 6 Stalker, so ich das gezählt habe. Das heißt, 10 Stunden, Verzeihung, 10 Leute, die 2 Stunden lang dort rumhampelten, sind 20 Stunden. 20 Man-Hours, wie die Engländer sagen. 20 Stunden Arbeitsstunden ging für diese Hampelei drauf. Für ein Dominanzspektakel. Sie brauchen mir keine Dominanzspektakel zu geben. Das MI5 hat mich bereits mehrmals in den Kopf geschossen, mir Morddrohungen geschickt, mehrere, und ich habe bereits 2 Mordanschläge überlebt. Im Vergleich dazu, 4 Polizeibeamte, die sich fürs Mittagessen dahinsetzen, ist schwach. Ich weiß, es geht noch besser. Sie können noch mehr. Sie können auch total Gestapo sein. Das ist hier so Gestapo-Level. Hier. Ja. Und das wäre dann bei mir zu Hause wirklich wie die Stormtroopers, ja, wie die Waffen-SS hier reinkommen. Meine Wohnung zerwüsten, meine Beweise an sich zu greifen, meine Computer zu zerstören oder zu konfiszieren, ja. Das wäre noch dümmer. Also runter geht's immer, das verstehe ich schon. Aber ich sage, wenn sie nichts gemacht hätten, so wie der deutsche Botschafter, dann wäre das noch cleverer gewesen. Wieso? Einfach aus dem Grund, weil sie demonstrativ gezeigt haben, dass es eigentlich ein enges Netzwerkverhältnis gibt. Das ist selbstverständlich offensichtlich, aber jetzt ist es offiziell, zwischen den Stabschefs der Militärpolizei und der normalen zivilen Polizei. Und das ist aus dem Grund relevant, weil es schon einen Unterschied macht, ob diese Männer professionell vernetzwerkt sind. Ja, beim professionellen Netzwerk kann man selbst bei der Militärpolizei und als Armeechef, Stabschef, nicht bei der Polizei anrufen und sagen: Schick mir 4 deiner Leute für eigentlich ein kleines Spektakel. Für nichts. Ja, es ist nicht so schwer, die können auch Mittagessen und so weiter. Aber trotzdem, ich möchte 4 deiner Leute für eine Zeit buchen, weil ich hier ein Dominanzspektakel inszenieren möchte, das eigentlich keine Sicherheitsfunktion hat. Bei normalen professionellen Beziehungen sagt dann der Chef der Polizei, auch die lokale Polizei: Entschuldigen Sie, aber wir sind echt beschäftigt. Das geht nicht. Und vor allem machen wir da nicht mit. Wir sehen den Sinn nicht. Wir bedrohen junge Frauen nicht. Nicht einmal mit Dominanzspektakeln, die sie nicht beeindrucken. Nicht einmal das. Das machen wir nicht. Das ist ein gesundes professionelles Verhältnis. Wenn es jetzt aber zwischen diesen Männern andere Beziehungen gibt, engere Beziehungen, dann macht man das schon. Verstehen Sie? Und entweder haben sie mit diesem Spektakel gezeigt, dass es nun sehr, sehr enge Beziehungen zwischen diesen Männern gibt bei der Polizei und beim Militär und bei der Militärpolizei. Diese Männer sind eng befreundet, dass man auch sowas macht. Auch wenn es bekannt ist, dass diese junge Dame eigentlich sehr publik über diese Sachen redet. Ja?
Wenn es solche engen Beziehungen gibt, dann macht man sowas schon. Nun, das wäre auch interessant. Das ist auch überhaupt kein Problem heutzutage, wenn es auch solche engen Beziehungen gibt in der Führungsriege der Armee, der Militärpolizei und der zivilen Polizei. Das geht schon in Ordnung. Aber trotzdem wäre es interessant, so für die Schweizer Bevölkerung, vielleicht auch für ihre Ehefrauen. Aber es kann auch sein, und das ist im Moment sehr, sehr interessant, dass es noch engere Beziehungen gibt zwischen ihnen. Und ich kann mich dazu selbstverständlich nicht äußern, aber ich kann als Systemanalystin statistisch was dazu sagen. Und statistisch gesehen, nach den Erfahrungen mit England und Amerika, wäre das eigentlich ein Anzeichen, rein statistisch gesehen, auf einen pädophilen Ring, wo diese Männer sich nicht nur gegenseitig sehr gut kennen, sondern auch auf bestimmten Partys mit anderen Vorlieben sich verbünden. Und wenn man so eine Situation hat, dann kann es schon dazu kommen, dass ein Herr in der Militärpolizei oder bei der Armee einen persönlichen Anruf macht und eigentlich darum bittet, dass man vielleicht so ein kleines Spektakel inszeniert, zum Spaß. Verstehen Sie? Und jetzt, wo es eigentlich, wo man in der Welt den allergrößten, geschichtlich gesehen, den allergrößten, wie soll ich das nennen, die größte Verhaftungswelle des größten pädophilen Rings in der Menschheitsgeschichte eigentlich hat, dann sind solche Sachen echt doof. Die sind so bescheuert, die sind noch dämlicher als nichts tun, verstehen Sie? Weil sie damit eigentlich Parade führen, dass ihre Männer echt verdammt eng vernetzt sind und dass ihren Männern eigentlich die Verstümmelung von jungen Frauen egal ist. Verstehen Sie? Auch nachdem es öffentlich ist, nachdem es öffentlich bekannt ist, dass diese Frau ziemlich klug ist, höchste Integrität hat und seit sehr langer Zeit bereits öffentlich, systematisch über diese Sachen berichtet, bereits vor Gericht war und von diesen Richtern auch ernst genommen wurde. Verstehen Sie, in solch einer Situation macht man sowas nicht. Das ist echt dumm wie Scheiße. Ja, es könnte noch schlimmer kommen. Wenn Sie hier bei mir die Waffen-SS-Nummer abziehen, dann wäre das echt dämlich. Ja, das würde nämlich zeigen, dass es sehr enge Beziehungen hier in der Schweiz gibt und dass ich um Hilfe bitte, irgendwelche korrupten Netzwerke bar legt, wo man dann echt hart durchgreifen muss. Ja, aber dann würden Sie den Chinesen und den Russen eingestehen, dass sie mit diesem Problem so komplett überfordert sind, dass sie nicht mal diese Scheiß-Transmitter in den 5 Ecken, 50 Meter vor meinem Haus abstellen können, weil sie so unfähig sind. Wenn sie das den Chinesen und den Russen ankündigen, dann wird das militärische Konsequenzen für sie haben in den nächsten 5 Jahren. Verstehen Sie? Aus diesem Grund macht man so eine Scheiße nicht. Man macht idealerweise auch das nicht, wenn man ein bisschen mehr Grips hat. Und das hat der deutsche Botschafter zumindest. Er hat nicht genug, um wirklich klug zu handeln, aber er ist nicht so dämlich wie Sie. Deshalb ist er Botschafter. Verstehen Sie? Also, meine Herren, ich bitte Sie noch einmal, könnten Sie bitte aufhören, mein Gehirn in Stücke zu schießen? Ich weiß, dass es eine echt tolle Komponente für Ihre Agenten hat und Ihre Jungspione. Ja, da ist schon Bonus drin, das verstehe ich schon. Nur, ich müsste eigentlich an diesen Sachen arbeiten hier. Meine Herren, ich bin an dem interessiert. Nicht einmal an dem. Ich arbeite daran, wie man die Ökonomie besser strukturieren kann, um die Ökosysteme zu retten. Verstehen Sie? Alle anderen Probleme, der Dritte Weltkrieg, die Finanzkrisen, das sind künstlich hergerufene Probleme.
die eigentlich inszeniert sind. Aber ich arbeite an den Systemen, die man nicht einmal mit aller Welt, mit allem Geld der Welt reparieren kann. Man muss das System richtig tunen, um dieses Problem zu lösen. Und bei diesem Problem haben wir nach den besten Schätzungen weniger als 12 Jahre, um das zu lösen. Verstehen Sie? Wenn wir das hier nicht bis Ende Februar lösen, in meinem Fall, verlieren wir Zeit. Sie verlieren eine begabte Frau, die daran arbeitet. Und es gibt sehr wenige Leute, die systematisch mit meinen Methoden daran arbeiten. Hören Sie auf, mir mein Gehirn in Stücke zu schießen, damit Sie beweisen können, dass Sie meine Augenbrauen aus der Entfernung heben können, nachdem Sie das systematisch ausgelesen haben, wie Sie an den Verletzungen hier sehen können. Ja, wenn ich kein Make-up tragen würde, würden Sie die tiefe Verletzung hier sehen, die Sie mir auch hier zugefügt haben zum Beispiel. Sehen Sie das? Ich wurde hier systematisch verstümmelt und man hat diesen Muskel auslesen wollen. Man hat mir dabei mit einem Mikrowellenstrahl, der ungefähr so groß ist wie ein Bleistift, hier das Gewebe gekocht. Muss das sein? Ist es wirklich das Beste, was Sie machen können, mir die Augenbrauen aus der Entfernung heben? Denn diese Technologie ist bereits bekannt. Sie können auch versuchen, meine Gehirnflüsse zu beeinflussen, aber der Punkt ist, Sie sind so dumm wie Scheiße. Ihre Strategie ist ein scheiß Dreck wert, verstehen Sie? Und ich arbeite an den Sachen, die in dem Bereich und idealerweise hier sind, denn wir müssen die Hochbegabten ersetzen, die ermordet worden sind. Wir müssen jetzt echt verdammt klug handeln, um das wettzumachen, was uns genommen wurde. Und wie gesagt, Sie sind Dinosaurier. Sie sind Dinosaurier. Und das haben Sie bewiesen. Sie kapieren komplexe menschliche Systeme nicht. Sie kapieren komplexe Systeme nicht. Ich habe an komplexen Computersystemen gearbeitet. Ich habe mir die Strukturen unserer Währung sehr genau angeschaut. Ich habe komplexe Prozesse sehr lange unter die Lupe genommen. Und ich muss hieran arbeiten, damit wir das lösen können. Und da möchte ich gerne wieder hin. Aber Ihre degenerierten Psychopathen und diese Hohlköpfe, die Sie für den Geheimdienst ausbilden, in diesem Phoenix-Programm, das Sie auch hier in der Schweiz laufen lassen, diese Leute zerstören mir das Leben. Und verstehen Sie, dieses System, diese Takedown-Operation, die hier gegen die Schweiz geführt wird, basiert darauf, dass jeder genauso handelt, wie er normalerweise handeln würde. Das heißt, der Botschafter ist klug genug, um sich nicht komplett zum Affen zu machen, aber nicht klug genug, um echt klug zu handeln. Und das erwartet das System. Von Ihnen erwartet das System, dass Sie wie alle Männer erstmal den Großen heraushängen möchten. Wenn eine junge Frau Sie um Hilfe bittet, anstatt echt klug zu handeln, müssen Sie ein Dominanzspektakel abziehen, weil Sie von einer E-Mail beleidigt wurden, meine Herren. Wir haben keine Zeit dafür im 21. Jahrhundert. Verstehen Sie? Ich respektiere Sie. Ich würde Sie noch mehr respektieren, wenn ich nicht in Stücke geschossen werden würde. Aber ich sehe, wie Ihre Systeme laufen. Verzeihen Sie, ich werde Sie respektieren, wenn Sie klug handeln. Bis dahin sage ich es Ihnen ins Gesicht, was ich denke, weil Sie das hören müssen. Weil nicht besonders viele Leute mehr am Leben sind, die die Dinge sehen, die ich sehe. Verstehen Sie jetzt? Bitte schalten Sie die verdammten Transmitter ab, die Sie dort östlich, nordöstlich, westlich und südlich meines Hauses angebracht haben. Nehmen Sie mich von diesen verdammten schwarzen Listen runter. Ich sage jedem öffentlich, was er machen muss. Was für einen Vorteil haben Sie, dass Sie mir mit Kavitation das Gehirn zerschießen, Sie Vollidioten? Dann bin ich genauso blöd wie Sie und dann haben Sie auch keinen Vorteil. Ihre Agenten wichsen eine Runde? Gut, aber das kann man im Internet auch umsonst haben. Ja? Und diese sogenannten Menschenversuche, dieses Brain Mapping, ich sage es Ihnen als Wissenschaftlerin, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Und ich kann Ihnen genau sagen, wieso. Das ist eigentlich Verstümmelung.
Das wird so fancy dargestellt, so wissenschaftlich dargestellt, damit sie zu dämlich sind, zu merken, dass es hier eigentlich um was ganz anderes geht. Es geht hier um die Goldreserven der Schweiz, die man sich holen möchte. Und dafür müssen sie aus dem Weg geräumt werden. Und ich sage Ihnen, wenn sie so dämlich weiterhandeln, dann werden sie aus dem Weg geräumt. Denn die Leute, mit denen sie kämpfen müssen, die haben komplexe Systeme schon lange verstanden. Und deshalb ziehen sie die Intelligenzaktion ab. Und sie benutzen sie, um diese Intelligenzaktion abzuziehen, meine Herren. Sie benutzen ihre Dämlichkeit, um ihnen eins reinzusetzen. Ich weiß aus meiner Erfahrung mit Männern, das Letzte, was sie machen werden, ist einer jungen Frau zuzuhören. Aber hören Sie, sie müssen so agieren, wie man es nicht von ihnen erwartet. Und keiner erwartet von ihnen, dass sie mir zuhören. Auf Wiedersehen.